So, da sind wir wieder zurück. Let's Play Twink Race war 2007, Part, den sechsten Part. Und ja, vielleicht wird es so Fußball. Was kommt? 4Ks Match, genau. Ich dachte schon den Match. 4Ks Match, das ist Big Show gegen Rob Van Dam. Ja, was ich sagen wollte ist, achso, hieß irgendwie Great Kali und da war ich. Ja, du Scheiße, die Fresse hässlich. Nicht Quatsch. So, ob es vielleicht ein Together wird, ein Fußball-Together. Vielleicht ist es PES, UEFA Euro 2008. Oder die FIFA-Weltmeisterschaft 2010. Weiß ich zwar noch nicht ganz, was es wird. Aber vielleicht. Ja, und das wird Let's Play Lego Batman. Ja. Also jetzt hier sehen wir Randy Orton und Kurt Angle. Und das Match kann bestimmt lange dauern. Ich hasse diese Sprüche. Letztens in New Super Mario Bros. Für die DS hat jemand gesagt so, ich nenne jetzt keinen Namen, ich weiß wie er heißt. Der hat einfach gesagt so, oh ja geil, so muss wieder Let's Play aufnehmen. Ja, da habe ich so gedacht, Entschuldigung, dass ich das sage. Da habe ich gedacht, ich glaube dem Baggerts. Das ist ja nicht den sein Kanal, das ist mein Kanal. Ja, ja, wie zu wiederholen nochmal. Ich habe gesagt, ich glaube dem Baggerts. Das ist nicht sein Kanal, sondern das ist mein Kanal. Ja, deshalb. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. Da war ich schon ein bisschen wütend auf den, der das geschrieben hat. Oder jemand sagt so, so schon richtige Scheißwörter. Ja, komm, geh raus aus YouTube. Und so sagt er das zu den Kindern. Zu den Kindern, die auch Let's Playen. Es gibt zwar Kinder, die Let's Playen. Andreas, LP. Und so, der nimmt das ja mit guter Grafik auf. Wo man nur den Fernseher sieht oder den Computer oder was. Wie auch immer. Ja, Atrilas LP. Ich kann jetzt gar nicht springen. Nee, kann ich nicht. Ja, der nimmt das mit guter Grafik aus. Das war auch schon Kind, halb jugendlich. Hab ich auf Skype. Richtig Kontakt mit denen habe ich das. Habe ich nicht, weil ich den noch kaum kenne. Ja, aber es gibt auch schon Leute, die nehmen so auf wie ich. Und haben auch Likes und so. Da habe ich dann so einfach gedacht, so, warum versuche ich es auch nicht nochmal? Also, warum versuche ich das auch nicht? Auch mal. Ja, und dann habe ich mal angefangen mit SmackDown 7. Also mit der Idee. Und ja, das klappt richtig gut. Finde ich zum Beispiel. Gut. Dann hat die, ach ja, da hat jemand gesagt, so, ja, besser als Gronkh. Gronkh, let's play, ja. Auch Minecraft. Schon so lange. Fast schon 3 Jahre oder so. 3, 2 Jahre, glaube ich. Bin der schon bei Part 1075. Ja, Part 1075 ist er. Das ist 10.000. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Der ist sehr cool und so.
wir sind erst bei 5 Minuten, wir könnten noch einen Kampf machen, das, was ich jetzt mache. Oh, es gibt was in dem Magazin. Giant Killers. Lese ich nicht. Giant Killers. So, was heißt das? So, ja, hier sehen wir Randy Orton. Vielleicht sehen wir jetzt auch Batista oder so. Mit der Ray. Ja, und hier sehen wir Batista. Früher waren es 2007. Bis Ende 2007. Von 2005. Bis Ende 2007. Oh, Challenge für einen Titel, ja, na klar. Waren sie das Team Evolution, Batista, Triple H, Ric Flair? Schon an, bis Ende 2007, glaube ich. Ne, bis Anfang 2007. Dann kam nochmal Shawn Michaels mit Triple H zusammen. Dann waren sie die Steen Ration X. Und ja, mal sehen, wie es dann jetzt läuft mit Rob Van Dam vs. Kane. Und hier sehen wir den Rated R Superstar Edge. Ach ja, ab Let's Play Victor Wars 2008 werde ich gar kein mehr so groß. Also am Anfang werde ich gar keinen erstellen und keinen Rob Van Dam spielen in der im Game-Modus, weil es ihn dort nicht gibt. Den gibt es erst wieder in 2011. Und so, hier so sieht Kane aus im Spiel. Ja, am Montag im Monday Night Raw hat ja, also letzten Montag hatte ja der John Cena den Daniel Bryan ausgesucht, die das nicht geguckt haben, für SummerSlam 2013, ja 2013, wollte ich gerade sagen 2010, hier. Ja, für SummerSlam 2013 für eine Titelchance. Und ja, vielleicht werde ich jetzt immer zwei Kämpfe. Wenn das so gut klappt, ist es ganz, ganz schnell. Wenn das so ganz schnell klappt, jetzt hört ihr mich ein bisschen drücken, werde ich dann jetzt sofort immer zwei Kämpfe machen. Dafür bis 15 Minuten aufnehmen. Vielleicht wird es auch ein GTA-Spiel, was kommt. Zwar kein Together, aber ein GTA-Spiel. Oder Let's Play Together Resident Evil 5. Jetzt erstmal nicht. Also jetzt erstmal lassen wir unsere Fantasie woanders. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Spiel, also auf das Match. Gegen Kane. Ich bin froh, weil ich das, also weil ich 2008 auch Let's Play, weil da muss ich nicht anständig immer B drücken. Last of WrestleMania werde ich auch Let's Playen, genauso wie WWE All-Stars.
wenn ich das bekomme. Also wenn ich das kriege. Ella, der hat gekontert. Ja, nein! Nein! Bis jetzt hatte ich noch gar keine so richtige Niederlage. Alter, los! Oh, wap! Oh, die jetzt wach. Oh my God! Oh, der will mich immer so verarschen! Ich hasse dich, Kane. Oh, fandet ihr Kane mit Maske viel besser? Oder fandet ihr Kane ohne Maske viel besser? Ich fand den Kane ohne Maske viel besser. Da kommt er mir doch so freundlich vor. Jetzt ist der irgendwie so. Ja. Achso, ja, den Montag. Wenn der jetzt kommt. Ja, der gelingt. Ab dem Montag, der jetzt kommt, kommt ja die Returns von dem Big Show. Der kommt ja jetzt wieder. Und ja, mehr dazu sage ich jetzt nicht mehr. So, hier sehen wir Shawn Michaels, DX und Triple H, die Mitchell X. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Das waren jetzt 2 Kämpfe. Einmal das The Case Match und einmal das Match gegen den Kane. Und jetzt kommt der Triple H an. Ach du Scheiße, wie trägt denn der den Titel? Was trägt denn so komisch? Das gucken wir uns noch an. Los, wie der den Titel trägt. Das regt mich so auf. Egal, es war nicht meine Entscheidung, aber egal. So, wir sehen hier schon die Leiter. Der frühere John Morrison. Und mir leider. So, wir sehen uns im nächsten Part, in Part 7. Wenn es wieder heißt, Let's Play SmackDown vs. Raw 2007. Also, bis in den nächsten Part. Wir hören uns. Ciao.